Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke, unser 51N, hergestellt in Italien, und hier unsere neue Linie Kühlschränke, WR50L, preislich ein kleiner feiner Unterschied. Dieser Kühlschrank kommt ab China. Wir haben hier einen Riegel und hier auch, was hier fehlt, ist eine Lüfterstellung, das heißt, es gibt keine Stellung, um den Kühlschrank aufzuhalten, wenn ihr ihn nicht braucht. Wir haben hier ein kleines Eisfach und hier ein kleines auch Eisfach. Dieses Teil wäre demontierbar, dann wird der Kühlschrank funktionieren. Nur als reiner Kühlschrank ist aber das Gefahr bei all diesem Kühlschrank mit dem rausnehmbaren Fach, dass es dir oben dann auf die Ware runtertropft. Bei diesem Kühlschrank ist das Eisfach nicht demontierbar, das bleibt so. Wir haben bei dem Kühlschrank hier oben einen einfachen mechanischen Thermostaten. Hier haben wir eine elektronische Steuerung. Hier sehen wir die elektronische Steuerung mit der Innenbeleuchtung, Einschalter und hier die Temperatur wählen. Und bei diesem Kühlschrank hier haben wir auch eine Innenbeleuchtung und ein mechanischer Thermostat von 0 Minimum und dann rüber auf Off. Hier macht man am besten auf und off stellen. Also eine einfach mechanische Steuerung. Wir haben auch hier drin die Bolzen, dass wir hier die rausnehmen können und dann den Kühlschrank von hinten her anschrauben. Das gleiche trifft hierzu. Hier haben wir auch diese Bolzen und dann können wir, also diese Verschlusszapfen, die rausnehmen und dann können wir hier den Kühlschrank anschrauben. Dieser Kühlschrank hat einen Auszug. Und dieser Kühlschrank hat keinen. Wir sehen hier den Kühlschrank von der Seite. Wir haben auch diese Abschrägung, die kommt eigentlich vom Bootsbau. Der Kühlschrank ist hier von der Seite praktisch identisch, auch von den Abmessungen her. Wir sehen hier den Lüfter offen und hier sehen wir direkt den Kondensator. Und hier sitzt der Lüfter hinter dem Kondensator. Und hier sitzt der Lüfter vor dem Kondensator. Das heißt, wir drücken den Dreck durch den Lüfter durch. Vom Reinigen her ist das besser, aber ich weiß, die Kühlschränke sind teilweise über Jahre eingebaut und dann nicht mehr gereinigt. Der Kompressor ist der gleiche, es ist der Seco PD35, hier ist er noch mit R134A gefüllt und hier mit XY mit 1234 oder 1234YF. Das erfüllt den aktuellen GWP und ist ein komplettes Drop-In, das heißt die Leistung bei den Kältemitteln ist genau gleich. Die Zuleitung hier ein loses Kabel, hier ist es noch fixiert, macht aber auch keinen Unterschied. Der hier hat die Steuerung 101N0212 drauf und der 101N0650. Die 212er ist momentan nicht lieferbar und die 650er ist an sich die gleiche Steuerung, aber hat eine UL-Zulassung und kostet 10 Euro mehr. Punkt. Technisch von dem Bereich her genau gleich. Das gleiche Aggregat, die gleiche Leistung, einfach ein anderes Kältemittel. Aber auch hier sind wir dran, die Kältemittel umzustellen. Das ändert sich so nichts. Dieser Katalog, ein kleiner Flyer, der ist gültig 2023. Wir können diese Kühlschränke momentan noch nicht liefern. Sie sind auf dem Schiff, bis dann die durch Deutschland in die Schweiz angekommen sind, ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt hier eine ganze Reihe. Was hier passiert,
ob der Kühlschrank und der Kühlschrank, wir machen uns ja jetzt im eigenen Haus drin Konkurrenz mit einer günstigeren Linie. Nur es ist natürlich auch so, dass wir hier eine andere Alternative brauchen. Ja, mehr folgt den Katalog, den Flyer verlinke ich euch unten drin. Und hier oben mache ich euch ein Video über diesen Kühlschrank. Und wenn ihr hier ein Abo da lässt, kommen dann die anderen Kühlschränke, die hier drin sind, auch noch in einem Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.